Der Nutzen von Äpfeln ist allen bekannt. Aber was tun, wenn im Winter in den Geschäften oft nur stark mit chemischen Substanzen behandelte Früchte erhältlich sind? Getrocknete Äpfel werden uns helfen. Sie enthalten viele nützliche Vitamine wie Vitamin C, Antioxidantien und andere Substanzen, die das Immunsystem stärken und den allgemeinen Zustand des Körpers verbessern. Sie sind reich an Flavonoiden, Polyphenolen und Carotinoiden, die dazu beitragen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Die kleinen getrockneten Stücke sehen vielleicht nicht so appetitlich aus wie frische Äpfel, aber der Antioxidantengehalt in getrockneten Äpfeln ist höher als in frischen, da sich während des Trocknungsprozesses die nützlichen Substanzen konzentrieren. Um einen köstlichen und gesunden Aufguss aus getrockneten Äpfeln zuzubereiten, füllen wir etwa ein Fünftel des Volumens in die Tasse. Als nächstes benötigen wir kochendes Wasser. Gießen Sie die Äpfel vorsichtig auf. Oft empfehlen Ärzte, viel zu trinken, wenn wir krank sind und Fieber haben. Ein Aufguss aus getrockneten Äpfeln ist in solchen Fällen ein unverzichtbares Getränk. Manchmal hilft er, ohne den Einsatz chemischer Medikamente auszukommen. Die Tasse decken wir ab, zum Beispiel mit einem Unterteller. Sie können sie auch mit einem Tuch umwickeln. Obendrauf lege ich einen Stein, den ich hoch in den Alpen gefunden habe, um zusätzliche Energie hinzufügen. Etwa nach 30 Minuten ist der Aufguss fertig. Nehmen Sie die Äpfel heraus. Sie können ebenfalls verzehrt werden. Aber das Wichtigste ist das Getränk. Nun sind alle nützlichen Substanzen enthalten. Sie können einen Löffel Honig hinzufügen. Aber ich empfehle, den Aufguss ohne Zusätze zu genießen und seinen natürlichen Geschmack zu erleben. Guten Appetit und bleiben Sie gesund!